Willkommen bei der neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir sind wieder zurück mit Ivor in Ravnathorp in unserer schön wohligen Siedlung. Wir haben das letzte Mal noch Rätsel gelöst am Ende, sind jetzt hier in einem neuen Stream angekommen, neue Aufnahmeserie und wir sind zurück in unserer kleinen Stadt, um die Siedlung weiter auszubauen. Wir haben das letzte Mal auch Kloster ausgeraubt und sollten jetzt eigentlich auch ein paar Sachen haben, um das machen zu können. Wir haben 65 Rohmaterial, das sollte auf jeden Fall reichen. Damit können wir ein bisschen was ausbauen. Die Frage ist natürlich nur, was wir ausbauen. Da war noch ein bisschen was offen. Wir sollten uns was mal ein bisschen mit unserem Vogel umgucken. Wir haben zum Beispiel, haben wir noch offen, die Tätowierwerkstatt. Hier kannst du deinen Haarschnitt ändern oder dich mit Tätowierungen schmücken. Weiß ich nicht, ob ich das so gut und wichtig finde. Was ich, dann haben wir hier unten, glaube ich, am Hafen noch das, die Schiffswerkstatt. Gudrun und Gudrun helfen dabei, das Aussehen eines Langschiffs zu verändern. Ja, finde ich jetzt auch nicht super spannend. Dann hätten wir noch den Viehhof. Verbessert die Festmahlstärkung. Davon haben wir einiges. Genau, den Getreidehof haben wir auch. Der macht das Gleiche. Dann haben wir die Hütte der Seherin. Die Seherin Valka kann dir dabei helfen, deine Sinne zu erwecken und tiefer in deine seltsamen Visionen einzutauchen. Schalte Visionen-Quests frei. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz spannend. Die haben wir das letzte Mal ja erst begrüßt. Dann hätten wir noch den Stall und Vogelhaus. Da können wir natürlich Pferde kaufen und sowas. Das ist klar. Hier gibt es auch Festmahlstärkung, wenn wir die Haus von Alvis und Holmgier verbessern. Und das gleiche gibt es, glaube ich, hier auch noch. Ne? Geflügelhof, Brauerei. Und ich glaube, hier unten ist noch die Bäckerei. Genau, Jomsvikingerhalle. Das ist das alles, was wir mit den ausländischen Gütern machen müssen. Ja, also Festmahlstärkung oder hier neue Quests. Ich würde tatsächlich die Hütte der Seherin nehmen. Wir haben auch genug dafür. 65 haben wir. Denn das sind ja neue Quests, die wir bekommen. Und die fände ich schon mal ganz interessant. Außerdem haben wir das Valka, glaube ich, auch versprochen, das zu machen. Also gehen wir mal zum Valka. Und dann werden wir uns demnächst mal danach mal mit diesen Festmahlstärkungen auseinandersetzen. Würde mich auch mal interessieren, was wir da alles machen können. Mit. Valka ist, glaube ich, hier oben, ne? Valka war, glaube ich, hier hinten irgendwo. Da. Das dürfte da Valkas Hütte sein, ja? Oder ist das der Viehhof? Ist das der Viehhof oder ist das die Hütte der Seherin? Das dürfte die sein, ne? Ja, das ist der Viehhof. Okay, Valka ist noch hier oben, ne? Aber Valka ist direkt neben dem Viehhof. Hier ist Valka. Ach nee, Getreide. Wo ist denn die? Die ist so. Ach nee, die war so weit draußen, ne? Die war hier irgendwo, genau, da ganz hinten. Ja, ja, ja. Okay. Ist sogar wirklich eine Quest tatsächlich. Gut, dann machen wir das mal. Ich bin gespannt. Hütte der Seher. Mag ja diese Wikinger-Gebäude. Ich tue alles, damit du dich wohlfühlst. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, dass es etwas bringt. Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen und sie klarer zu sehen. Ich bewahre das schon in dem Teich. Oh, cool, sie hat hier auch nochmal ganz viel Essen für uns. Das finde ich gut. Da waren wir schon drin, ne? Wir waren schon mal in dem, mit den Zutaten. Die haben wir, glaube ich, auch. Friedrich, die Pflanzen zu Valka. Wir haben die, glaube ich, schon im Inventar. Kurz zu euch. Das ist, glaube ich, das, was man im Teich da gefunden hat, waren diese. Lass mich kurz überlegen. Da, das hier. Disteln. Ich glaube tatsächlich, dass wir die ja schon haben und dir mal geben können. Und könnte diese Hütte der Seherin. Danke, mal weggehen. Was siehst du, alte Freundin? Danke. Das wäre ganz nett. So. Wie sieht's denn hier drin eigentlich aus? Lass uns doch erstmal ein bisschen umgucken hier. Guck mal, wir haben einen riesen. Alter. Also mit Knochen wird hier auf jeden Fall nicht gespart. Auf keinen Fall. Da ist auch schon ein bisschen was im Topf. Haben die schon cool gemacht, ne? Also ich muss sagen, dass der Detailreichtum ist schon echt cool. Gefällt mir richtig gut.
Schon fast wieder Bock, sowas zu bauen in Minecraft, muss ich sagen. Wir lesen mal ganz kurz. Zerstreute Zutaten Valkas. Wacholderbeeren, Barschkiemen, Krallen einer weißen Taube und roter Lehm. Okay, spannend. Roter Lehm, wo kriegen wir das denn? Und dann sprechen wir mal mit ihr. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Mhm. Wollen wir das überhaupt gerade machen? Haben wir jetzt noch eine Wahl? Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Hat sie da gerade reingespuckt? Nee, ich trinke das nicht mehr. Nee, ernsthaft jetzt. Also. Bah, guck mal, wie der aussieht. Ich glaube, den hat sie auch ganz tief von unten geholt, glaube ich. So grün, wie das Ding ist. Nee, nix da. Trank wird nicht gekostet. Das ist ja widerlich, Alter. Weißt du, wir holen diese Distel und ich denke so, ja, ist easy. Und dann rotzt die da richtig schön rein. Und dann sieht das Ding so aus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Nee, warte mal. Machen wir jetzt nicht. Wir gucken mal kurz, was das überhaupt für eine Quest ist. Also, das dürfte ja hier in die Welt der Träume sein. Koste von dem Trank. Valka braucht einen Platz zum Arbeiten. Das haben wir gemacht. Ach komm, oder machen wir das jetzt? Eigentlich wollte ich Flussraubzüge machen, aber na gut. Ist auch in Stärke, empfohlene Stärke 90. Können wir vielleicht mal probieren, komm. Mal gucken, was passiert. Ihr wollt es doch auch wissen. Bah. Oh. Oha. Das ging schnell. Wie cool. So, wir kommen bei Marvels Tor. Das ist Eieiei. Ja, das ist schon sehr, sehr cool. Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das, etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs, der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Harvey? Oh, schöne Aussagen. Also erstmal nochmal ganz kurz dazu, wie krass bitte das aussieht. Also Asgard, Props daran. Und ganz ehrlich,
das ist für mich jetzt kein, also spätestens jetzt ist es für mich kein typisches AC mehr. Es ist einfach viel, viel mehr. Es ist so ein Eintauchen in die ganze nordische Mythologie, in die Götter, die Welten und so weiter. Das Ganze, was wirklich damit dranhängt, doch geht noch viel, viel tiefer, finde ich, als jetzt zum Beispiel bei Origins. Ich weiß nicht, wie es bei jetzt beim neuesten Teil ist, wieder Mirage und sowas. Ich, keine Ahnung, aber es geht auf jeden Fall nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung. Harvey kennen wir schon aus der einen DLC-Quest. Da mussten wir auch was mit Harvey machen. Das haben wir ausgelassen, weil das mit der Stärke noch nicht passte. Also wir haben schon mal mit Harvey gespielt. Harvey hat ein bisschen was von hier, sag schon, Ragnar Lodbrok. Gewissermaßen. Okay, also. Wir können sagen, die Vorsehung hat uns fest im Griff. Das heißt, wir wehren uns nicht gegen unser Schicksal. Dann haben wir die Möglichkeit, das Schicksal kann verändert werden. Sprich, es gibt Möglichkeiten, dass sich das ändert. Oder das Leben ist, was man daraus macht. Finde ich irgendwie... Also sprich, wir gehen damit um und gucken, was passiert. Ich finde das erste doof, muss ich ehrlich sagen. Ich bin dann auch kein Fan davon, zu sagen, das eine ist jetzt so, weil es so ist. Entweder das Schicksal kann verändert werden oder das Leben ist, was man daraus macht. Schaut mal, fragt mal im Chat. 2 oder 3, was wollen wir antworten? 1 schließe ich jetzt mal aus. 2 und 3 finde ich beide schön. Gerne mal in den Chat, was ihr haben wollt. Koji sagt 2. Höre ich noch mehr. Tosa sagt auch 2. Okay. Das ist schon eine gewisse Tendenz zu erkennen. Gut, dann werden wir wahrscheinlich 2 nehmen. Gibt es noch andere Meinungen? Aber ich glaube, wir bleiben wohl bei 2. Na gut. Machen wir so, das Schicksal kann verändert werden. Ihr drei webt ein Tuch aus unseren Schicksalsfäden. Doch ein Faden kann sich lösen, wenn er sich verfängt oder reißt. Nicht alles ist vorhersehbar. Doch lose Fäden können erneut verwoben werden. Letztendlich bleibt das Gesamtbild immer erhalten. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene. Der Herr der Ekstase, der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Mhm. Rätselhafte Worte vernebeln nur meinen Geist. Ein Sturm braut sich zusammen, nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht? Ist das der Beginn von Ragnarök? Saga Asgard gestartet. Das Schicksal des Erhabenen. Oh, wir können sogar rumlaufen. Schaut mal. Oh, ich bin jetzt nicht ganz so sattelfest. Aber diese Brücke da, die ist doch... Und zu dem Tor da hinten, da kann man doch dann irgendwie mit dem Tor reisen nach Midgard und so weiter. Das ist doch alles, was auch zum Beispiel jetzt... wir haben sogar einen Synchronisationspunkt. Machen wir gleich. Nur noch mal ganz kurz zu dem ganzen Asgard-Ding hier. Diese Brücke... hat einen speziellen Namen und ich weiß auch, dass das Tor da hinten in dem Turm ist. Also sprich, da ist der Schlüssel und sowas. Also das habe ich, so doof das jetzt klingt, das hat was mit dem Marvel-Film zu tun. Ich bin fast ein bisschen beschämt, dass ich das daraus kenne, aber es ist ja so. Mann, was soll ich sagen? Über die Brücke kann man auf jeden Fall laufen. So, und Ragnarök, davon hat man auch schon was gehört, ist auf jeden Fall, ich glaube, der Untergang von dem Ganzen. Ja, spannend. Okay. Krass, dass wir auf jeden Fall rumlaufen können. Das finde ich auch richtig krass. Asgard ist einfach mal ein einzelnes Gebiet. Wir können hier... Achso, wir können aufwachen. Okay, das heißt, wir können auch wirklich sagen, wir gehen hier raus. Und wir haben hier empfohlene Stärke 112. Ist das ungefähr... Entspricht das unserem Level? Das entspricht unserem Level. Okay, das heißt, es wächst mit. Das heißt, hier ist aber eine ganze... Hier kann man eine ganze Zeit lang verbringen. Hier ist auf jeden Fall viel, viel mehr noch drin. Schaut mal, hier gibt es Schätze ohne Ende. Das heißt, hier gibt es Nebenquests, Rätsel und so weiter. Das heißt, das ist ein ganzes neues Gebiet. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt machen will. Blick von ganz oben. Okay. Kriegen auch eine Quest dazu. Über wie viele Brücken muss man gehen? Über ganz viele, Kompi. Schönen guten Nachmittag. Schön, dass du reinschaltest. Du hast gestern noch ewig lang gestreamt, Kompi, glaube ich. Du warst wirklich unfassbar lange noch da. Ich habe es nicht mehr geschafft, in den Stream reinzugucken, aber wenn ihr mal Dead by Daylight im Moment ganz, ganz viel Dead by Daylight sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal bei Kompi reingehen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark dabei und da am Schwitzen.
Also gerne mal bei Kompi vorbeigucken. Ja, guck mal, immer so 6 bis 10 Stunden zieht er durch. Also von daher, guck gerne mal rein. Schön, dass du da bist. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Ja, Blick, guck mal, Asgard ist tatsächlich sogar eine richtige Region. Also das ist so nochmal so, also ist ja nicht so, dass wir schon genug Quests hätten. Wir machen einfach hier noch weiter. Ich guck mich erstmal hier oben auf der Plattform um, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Hier ist noch was zu lesen. Heimdall ist doch der Wärter. Heimdall ist doch der das Tor bewacht, oder? War das nicht auch Heimdall? Harvey, die Angriffe werden wilder und ich muss meinen Turm verlassen. Was ich mit meinem verborgenen Ohr höre, sorgt mich. Und nun muss ich es mit eigenen Augen sehen. Ich flehe dich noch einmal an, mir einen überzeugenden Lehrling zu schicken. Loki hast offensichtlich deine Rolle als Torwächter und sträubt sich schon bei dem kleinsten Auftrag. Er sollte während meiner Abwesenheit beobachtet werden. Nicht, dass er ohne meinen Schlüssel viel Schaden anrichten könnte, aber der Schutzkreis wurde geschwächt und Loki wäre nahezu nutzlos bei einem vollen Angriff der Jötnar. Am besten sollte er anderweitig eingeteilt oder gleich ganz aus Asgard, der Vanvogel, verwiesen werden, ungeachtet des Kuhhandels, den du eingegangen bist. Ich schwöre dir, er bringt mich noch ins Grab. Ja, ja, der gute Heimdall. Okay, gut, dann lesen wir. Achso, lesen haben wir schon. Was gibt's denn hier noch? Das scheint ja Odins Thron zu sein. Wir können uns, glaube ich. Das sieht aus wie so ein Teleporter hier oben, oder? Das teleportiert uns doch bestimmt. Ja, das teleportiert uns garantiert irgendwo hin. Dann synchronisieren wir einmal mit dem. Ding hier oben. Ist das cool. Sehr, sehr feierlich. Da liegt irgendwas tot. Na, guck mal, hier wurden ein Opfer dargeboten schon wieder. Die mit ihren Opfergaben hier. Und einmal den Blick schweifen lassen hier. Ach, guck mal, es gibt ja nur ein paar Reichtümer hier zu finden. Das ist ja wenig. Wir kriegen jetzt auch die ganze Region angezeigt. Boah, ist das groß. Wir spielen ja jetzt, glaube ich, in dem Stadium mit Ivor, aber in der männlichen Variante, also mit Harvey. Das hatten wir ja, ich sag mal, das können wir tatsächlich gut machen, dass wir das so trennen. Und der hat ja an sich die gleichen Waffen, ne? Der hat auch Varins Axt und sowas. Wie wär's, wenn wir den zu so einem ja, ein Gott macht das nicht. Ein Gott muss nicht pieseln, glaube ich, Kompi. Oder wenn, dann pieselt er wahrscheinlich flüssiges Gold oder sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber bestimmt keinen normalen Urin. Wie wär's, wenn wir den ganzen, guck mal, wenn wir dem ganzen so ein bisschen die Krone aufsetzen und wir lassen den einfach versuchen, wir suchen ihn einfach mit einem Hammer kämpfen zu lassen. Ich hätte richtig Bock auf so einen Kriegshammer mit ihm. Es gibt ja auch Hämmer. Lass uns doch mal so einen Kriegshammer nehmen mit ihm. Das gibt bestimmt auch nochmal ein ganz nettes Moveset. Und der macht mit schweren Schaden sowas. Den können wir natürlich ein bisschen anders spielen dann. Und wir müssten unseren Hammer so ein bisschen aufwerten. Aber da hätte ich richtig Bock drauf. Hammer und dann so ein schweres Schild oder sowas. Hammer ist meistens aber auch von der Waffe her. Okay, da gibt es unterschiedliche Sachen. Aber das wäre noch ganz cool. Da hätte ich Bock drauf. Hammer und Schild. Probieren wir es mal aus. Später. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein ganz neues Gebiet. Ich würde sagen, da machen wir mal irgendwann. Oder machen. Habt ihr da Bock drauf jetzt auf Asgard? Oder lieber auf Story? Also, wir können natürlich jetzt hier rumrennen. Was super langwierig ist, wahrscheinlich. Oder wir verpieseln uns wieder zurück in unsere alte Welt und machen das irgendwann anders. Wir können ja wahrscheinlich jedes Mal wieder eintauchen. Wir werden wahrscheinlich jetzt richtig viel Story haben. Und das ist wahrscheinlich eine ganze Art Nebenquest hier. Ich hätte eigentlich erstmal lieber Bock, Easter Egg weiterzumachen. Guck mal, okay, guck mal, Kompi ist es egal, finde ich gut. Okay, pass auf. Wir bleiben erstmal hier, schön, dass wir es jetzt kennen. Ich habe da auch richtig Bock drauf, das Ganze zu erkunden, aber wir wachen jetzt erstmal auf und ich schau mal, ob wir das nicht dann am Ende nochmal in Ruhe machen können. Wir lassen jetzt erstmal mit Ivor auf Ivor ein. Vielleicht machen wir das nach dem nächsten Gebiet. Wenn wir East Anglia durch haben, dann können wir uns mal mit Asgard und dem Ganzen beschäftigen und dann tatsächlich mal ein Stream lang nur darum rennen. Und das so ein bisschen aufteilen. Genau, so.
So, Eivor ist da. Eivor, du bist schon wach? Ach, guck mal, wir können das hier immer trinken, ne? Der Nebel verzog sich plötzlich. Ich kann dir sagen, was ich sah, aber ich wurde herausgerissen. Dann sprich noch nicht davon. Kehre ein anderes Mal zurück. Das werde ich, wenn ich bereit bin. Okay. Ja, wir haben auch gleich nochmal eine neue Quest bekommen. Also wir können jetzt immer wieder dahin reisen, gehe ich mal davon aus. In die Welt der Träume. Valka braucht einen Platz zum Arbeiten. Achso, Koste von dem Trank und Reisen nach Asgard. Genau, das ist wahrscheinlich das. Und dann müssen wir da ganz viel machen. Ja, gut, machen wir dann, wenn es dann soweit ist. Krass. Cool. Okay, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit jetzt noch und machen das, wofür wir eigentlich hier waren. Wir wollten einen Flussraubzug starten. Wir haben jetzt nämlich Stufe 2 Kämpfer und wir müssen auch noch da ein bisschen kämpfen. Und ich habe ja gesagt, zu Beginn immer ein Flussraubzug, damit wir da weiterkommen. Hier war nichts erstmal. Ich weiß gar nicht, ob wir schon wieder hier irgendwelche Sachen abgeben können. Ich glaube aber nicht. Da haben wir noch nicht so viel gesammelt. Boah, das ist echt umfangreich, ne? Wir können hier so viel machen. Also ich sehe mich schon hier irgendwann Folge 200 aufnehmen oder sowas. Im Moment kann ich das absolut nicht abschätzen, wie lange wir hier spielen werden im Spiel. Ich möchte natürlich auch nicht durchwaschen. Und wir können auch nicht mehr durchwaschen, weil hier einfach so viel cooles Zeug ist in dem Spiel. Das ist echt krass. So, Flussraubzug. Wir haben Aufgaben. Lust auf einen Raubzug? Ja, auf jeden Fall. Das haben wir alles schon gemacht. Und wir gehen jetzt, glaube ich, nochmal in die Echse. Weil da haben wir nämlich schon fast alles. Und hier haben wir nämlich auch schon... Aber hier... Warte mal, haben wir nicht eigentlich schon Stufe 2? Wollte gerade sagen. Können wir vielleicht unsere Stufe 2 Leute nochmal auswählen? Danke. Erling ist auch schon 2, Stufe 2. Das sieht nämlich schon deutlich besser aus jetzt. Haben wir noch mehr Stufe 2er? Nee, ne? Wir können noch mal gucken, bevor wir das machen, ob wir hier noch mehr 2er anheuern können. Das wäre vielleicht sinnvoll, dass wir dann einmal... Guck mal, er sieht doch... Ach, ihr seht alle gleich aus hier, ne? Oder? Ach, guck mal, den Bärentypen haben wir das letzte Mal auch schon gesehen. Ne, der hier mit dem Krug gefällt mir nicht. Ihr seht auch eigentlich ganz schmuck aus, ihr beiden hier. Guck mal her. Ich höre, Eivor braucht Männer. Dann bei Odin. Guck mal, Rüdings Schafklinge, der ist Rang 1. Wenn es soweit ist, werde ich bereitstehen. Der ist auch Rang 1, aber haben wir nicht hier eigentlich schon Rang 2 Typen? Ich folge dir, Eivor. Ich warte auf den Tag, wenn ich an deiner Seite kämpfen darf. Wahrscheinlich muss ich das hier einmal aktualisieren, ja, an der Glocke, ne? Ja. Wie sie mit Axt draufschlägt, finde ich auch geil. So, dann gib mir mal... Genau, gib mir mal ordentliche hier. Bitte Rang 2. Ah, guck mal, das ist doch schon hier... Sowas will ich doch sehen hier. So, was hast du? Wenn du es willst, Eivor, gehört meine Waffe dir. Eile Farbgesicht. So, Rang 2, anheuern, zack. Kämpfe an meiner Seite, für die Beute, für den Ruhm und für Valhall. So, dann machen wir nochmal... Der sieht auch ein bisschen aus wie Dings. Was ist denn hier mit ihm? Kämpfen wir gemeinsam und ernten die Früchte des Ruhms. Plünderer werden immer gebraucht. Meine und Zeit er hier? Zweck wie Trauergesicht will ich, sowas will ich nicht haben. Aber er ich sehne mich danach, Teil dieser von Skyden besungenen Mannschaft zu sein. Beweise deinen Wert in der Schlacht und verdiene dir deinen Platz an der großen Tafel. Nehmen wir noch den und ach komm, wir nehmen den auch noch dazu. Einus Sachs Schleicher. Oder haben wir jetzt schon genug? Wir haben jetzt glaube ich ein paar Zweier. Wir gucken dann, dass wir immer mal ein paar dazu bekommen. Ich will jetzt auch nicht alles Silber ausgeben, wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Lust auf einen Raubzug? Ja klar. Und auf jeden Fall wieder Echse und jetzt wählen wir die nochmal aus hier. Zweier. Und da auch nochmal ein Zweier. Guck mal, dann haben wir nämlich schon mal ein paar bessere von unseren Leuten. Finde ich sehr, sehr gut. Können wir auch welche entlassen eigentlich? Gut. Raubzug beginnen. Es sind nämlich auch stärkere Verteidigungen jetzt auf dem Fluss. Das heißt, wir müssen sowieso gucken, wie wir da überleben. Und wir suchen ja auch noch Ausrüstungsgegenstände.
So, und hier haben wir ja schon relativ viel erkundet. Wir müssten eigentlich die Karte auch schon haben. Genau, was wir noch nicht gemacht haben, ist dieser Seitenarm. Den haben wir uns noch nicht angeschaut. Und ich glaube, hier oben weiter war auch eigentlich Ende. Eigentlich geht es nur noch um diesen Seitenarm hier links. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Segel hoch! Segel! Krass, das aktualisiert sich wieder mit der Zeit. Hier können wir nochmal Mahlzeiten holen. Wollen wir das machen? Wir haben ja eh nicht mehr allzu viel eigentlich. Ja, lass uns nochmal Mahlzeiten holen. Dann haben wir nochmal ein bisschen. Das geht relativ schnell. So, da haben wir den schon mal. Du verdammter Scheißhaufen. So, hier wollen wir rein. Hier gibt es nämlich was zu essen und zu trinken. Unterstützung. Hier gibt es jetzt mehr, oder? Als vorher? Sehr gut. Oder hat sich das jetzt von der Karte her einfach anders angefühlt, weil wir waren hier schon. Übrigens freut mich übrigens und vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt gerade 9 Zuschauer. Das nicht ohne Raid. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Nachmittag echt Bock habt mitzukommen. Freut mich. Freut mich gerade richtig. Dafür auf jeden Fall mal ein schönes Shoutout an den ganzen Chat. So, da waren wir schon. Also wir müssen einfach in den Daten und Seiten haben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall da lang. Wir haben jetzt auch nichts mehr bekommen, ne? Die haben nämlich... Doch, die haben teilweise sogar 2 Mahlzeiten. Oder können bis zu 2... Oh, cool. Ja, das ist natürlich genial. Ja gut, dann in den Daten haben jetzt. Komm. Segel setzen! Ja, genau. Pochi postet schon. Einfach mal in den Linktree gucken. Wir wetten, dass wir hier gleich attackiert werden. Ja. Ja, von mir aus können die hier schießen, ist mir egal. Wir brechen jetzt hier durch. Ich habe jetzt keine Lust, gegen die zu kämpfen. Wir wollen... Genau, da links gab es noch irgendwas. Wir wollen hier nach links... Weiß ich gar nicht. Ach, da ist auch so eine Kette. Ich glaube, die müssen wir tatsächlich wegnehmen. Die können wir nicht einfach so... Genau, das müssen wir auf jeden Fall... hier, damit wir hier durchkommen. Das war auch mal ein neuer Finisher. Okay. Thank you.
Okay. Ich hab heute aber auch... Okay, das war das Genick. Alles klar. Ich hab heute aber auch einen Lauf oder mit Ivor, ne? Okay, die Kette müssen wir kaputt machen. Der Rest kann uns eigentlich egal sein. Wir können natürlich hier noch die Gegner besiegen, aber eigentlich ist es egal. Wir haben eine Mission zu erledigen. Ab auf Schiff. Du bist erledigt. Hier gab es ja auch sonst nichts mehr, von daher brauchen wir uns hier nicht lange aufhalten. So, wo ging es denn jetzt da lang noch? Wir haben auf jeden Fall hier hinten irgendwas, das weiß ich. Mehr Segel! So. Da gibt es noch Mahlzeiten. Genau, da ist nämlich was. Oh, das ist aber hier mit Segel ein bisschen schwierig, ja, sehe ich gerade. Das müsste dann da irgendwo sein. Da, hier, guck mal, da ist noch was mal. Da ist noch was mitten in der Mitte. Da müssen wir hin. Und hier ist überall schon wieder was. Wir brauchen halt Ausrüstung und Waffen, aber wir wissen ja gar nicht. Ach, das wird dann resettet? Okay, spannend. Dann nehmen wir uns die Mahlzeiten hier noch mit. Das haben wir noch nie gemacht. Da waren wir noch nicht. Komisch. Das ist aber auch, glaube ich, kein einfaches Lager. Das ist tatsächlich auch ein Soldatenlager. Das passt ja dann ganz, ganz gut. So, Attacke. Irgendwelche Ausrüstungsgegenstände werden wir hier schon bekommen. Diese Meuchler, ne? Oh, Pekinier, okay. Das dauert nicht lang. Boah, und jetzt Level 2 Wikinger sind aber ganz ziemlich cool eigentlich. Ganz gut drauf, ne? Machen hier alles platt. Ich brauche ja nichts selbst machen hier gerade. So, ganz gut wäre es irgendwie ein bisschen... was zu essen und zu trinken wäre gar nicht so schlecht. Gibt's hier anscheinend nicht. Doch, Nahrung gibt's, okay, perfekt. So, wir wollen einmal hier rein. Ich muss auf die andere Seite. Ja, dann lass mich mal auf die andere Seite. Ich brauche Hilfe! Das war nur die kleine Truhe hier. Nehmen wir trotzdem mit. Wo ist denn jetzt der große Schatz hier? Der muss doch hier auch irgendwo sein. Da. Da drin. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Vorne. Ich brauche hier mal Hilfe. Eine reiche Ernte. Aber richtig reich. Das waren ausländische Güter. 55 Stück. Nicht das, was ich jetzt hier so gesucht habe, ehrlicherweise, aber... Wir sollten abhauen!
Wir nehmen auf jeden Fall alles nochmal mit. Kleines Lager war das auch nur. So, Nahrung oder sowas gibt es hier nicht mehr, ne? Köcher ist voll. Hier unten ist auch noch was, aber das ist alles... nichts, was uns bringt. Weiterbringt. Dann am besten gleich weiter. So, wir haben auf jeden Fall noch nicht ganz so Verstärkungen bekommen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da ist noch ein Lager. Das gucken wir uns nochmal an, weil das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Wir suchen immer noch Hinweise und wir suchen immer noch Ausrüstung, ein Teil. Bevor wir jetzt hier in dem Fluss... weggehen können, also komplett alles die Quest erfüllt haben. Das scheint aber auch wieder nur so ein Mahlzeitengehöft zu sein. Können wir uns natürlich holen, hilft auf jeden Fall meinen Wikingern. Ja, machen wir glaube ich auch dann einfach. Was wir haben, haben wir. Dann ziehen wir jetzt hier einmal durch. Ja, meistens auch nicht so stark. Und meine Wikinger ziehen richtig an. Und das Essen kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ja, die Scharmützler, die sind immer ein bisschen unangenehm. So, wir müssen da rein. Ja, ich bin dabei. Komm mal, okay. So, einmal Mahlzeiten für alle, wunderbar. Das ist gut. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Plündern und dann geht's weiter. Jetzt glaube ich auch sonst nichts mehr zu essen oder zu trinken. Hier ist noch ein bisschen was zu essen. Nehmen wir uns gleich mal mit. Sehr schön. Was macht ihr denn alles Schönes heute Nachmittag? Chat. Das sieht schon geil aus, das Schiff, ne? Mit dem. Finde ich ein bisschen cool, dass wir es gekauft haben. Auch wenn das ein bisschen was gekostet hat, aber mir gefällt das Design. Auch wenn das. So, wir sind natürlich alle gewarnt. Es gibt mehr gegnerische Verstärkung entlang des Flusses. Da ist noch ein relativ großes Lager, was wir nicht kennen. Ich glaube, das sollten wir uns nochmal anschauen. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen, weil hier waren wir eigentlich schon überall. Das sieht doch so aus, ob das auf jeden Fall noch angegriffen werden möchte. Muss ich mal schauen. Genau, von hier aus kommen wir nämlich nicht durch. Da durch und dann wahrscheinlich irgendwo von da angreifen. Aber wir werden hier wahrscheinlich jetzt wieder das Problem haben, dass wir jetzt hier... Warte mal, kann ich den... Bogen bereit machen! Kann ich den hier beschießen? Bogen! Schießen! Odin soll schießen! Jetzt segeln, jetzt segeln! Ja, beschieß die, genau. Hol das Segel ein! Ja, das war klar, dass wir jetzt hier ordentlich was abkriegen, aber egal. Wir haben auf jeden Fall ein großes Lager gefunden. Das ist viel, viel wichtiger. Denn da will ich jetzt unbedingt hin. Einmal bitte eindrehen, danke. Und
Dann Attacke. Müssen wir so machen? Das kriegen wir hin. Hier gibt es nämlich auch einiges zu holen. Ich werde mir das mal ganz kurz markieren. Einmal da, einmal da. Das sind nochmal ausländische Güter auf jeden Fall. Und vielleicht ja eine Ausrüstung. Denn das ist die Ausrüstung, die uns wahrscheinlich noch fehlt. Schlüssel gibt es ja auch. Westliche Befestigung. Okay, das sieht gut aus. Und hier sind bestimmt auch ein paar Gegner. Ich guck mal, ob ich mit Eivor von oben angreifen kann. Jawohl, das sieht doch gut aus hier. Schön, dann haben wir das schon mal den Start geschafft. Oh, da hinten ist noch einer, den will ich noch mal umnieten hier, dass er nicht in den Rücken fällt. Können wir auch ganz gut sammeln hier an Adrenalin und sowas. Das ist gut. Abgehauen, der eine Tür, ne? Oh. Die nerven halt hart, diese Scharmützler hier. Nein. Nein, 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 ich darf nicht brennen. Das ist schlecht. So, den Schlüssel holen wir uns einmal hier. Und dann gucken wir mal, dass wir die Sachen bekommen, ja? Hey, ich schaff das nicht allein. Das ist wieder keine Ausrüstung, ne? Ausländische Güter, wo ist denn dieses blöde Ausrüstungsding? Da müssen wir mir hoch. Ihr steht aber hier auch alle im Feuer. Ihr seid ein bisschen bräsig. Okay, hier hinter ist noch was. Hier rein. Einfach so, okay. Los, hilf mir mal! Aber das sind alles nur ausländische Güter, das ist nichts. Also es ist natürlich cool, das zu haben. Aber es ist leider nicht das, was ich haben möchte, ehrlicherweise. Ich würde eigentlich gerne andere Sachen bekommen. Hier ist auch nochmal ein Schlüssel. Das heißt, das ist auch immer zufällig dann da. Das heißt, man müsste theoretisch wirklich... Ah ne, hier sind noch mehr Sachen. Schaut mal, hier sind noch so ein paar kleine Sachen. Die wir uns holen können. Da ist auch nochmal ein zweiter Ball. Kleine Schätze jetzt hier, die wir bekommen hier. Wo sind die? Die sind hier drin, oder? Da oben auch. Ja, oben drauf. Nicht die, die ich jetzt haben möchte, hier die Schätze.
Irgendwo ist noch eine. Ist die hier oben oder unten? Das ist anscheinend da noch irgendwo. Warte mal. Unten auf jeden Fall. Na, dann gehen wir mal runter. Ah, hier können wir was aufbrechen, okay. Hey! Hierher! So, kommt da auch jemand oder? Ah ja, guck mal. Also so Plunderkram gibt es ja hier auf jeden Fall genug, ne? Da kann man sich nicht beschweren. Ist noch nicht da, wo ich hin will. Noch weiter unten, das ist halt ganz unten. Wie komme ich denn da hin? Da ist noch einer, aber wie komme ich denn da rein? Da ist noch ein Schlüssel. Und hier so ein bisschen was zu essen, das ist gut. Hier brennt auch schon alles, ne? Da oben ist auch noch ein Schlüssel, okay. Eigentlich ist das Klein, der Kleinkram ja egal, aber ich habe einen Gummistick in einem Kampf verloren. Das ist ja auch nur noch das der Kleinkram, aber was ist, wo ist denn das? Ist in der Burg drin, aber wo ist das? Wie komme ich denn da rein? Ist das hier irgendwo an der Seite? Da vielleicht irgendwo? Guck mal, da steht nämlich auch ein Gegner. Der muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Was wir wollten. Los jetzt! Ja, geht so. Eigentlich möchte ich hier noch rein. Aber gut. Dann ist es wahrscheinlich so. Dann lassen wir das. Ist jetzt wahrscheinlich eh nur ein kleiner Schatz. Das ist nichts Großes. Und ich bin froh, dass wir ein bisschen was zu essen und zu trinken haben. Aber ich wüsste gerne, wie man hier reinkommt. Vielleicht muss man hier was anzünden oder sowas. Hilft das? Sieht so ein bisschen aus, ob es hier brennen kann. Ob man das dann irgendwie frei läuft oder sowas, wer weiß. Denn hier geht es nicht rein, an den Seiten. Vielleicht müsste man oben reinspringen oder sowas. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall hier durch. Wir hätten jetzt tatsächlich noch große Schätze hier sehr weit im Landesinneren drin. Vielleicht muss ich das... Keine Ahnung, wie wir da rankommen, vielleicht über den Hafen oder sowas. Ich würde das gerne noch machen. Das machen wir dann aber in der nächsten YouTube-Folge. Für alle Twitch-Zuschauer geht es dann gleich nahtlos weiter. Wir machen ganz kleines Dienst bis Hause. Aber für die YouTube-Zuschauer, wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne Like und Kommentar da. Und vor allem abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.